Und unser Abenteuer in der Johto-Region geht weiter im dritten Part von Let's Play Pokémon Kristall Edition. Wir sind immer noch fröhlich auf der Route 31 unterwegs und versuchen irgendwie nach Dukatia City zu kommen. Mal erstmal gucken, ob wir hier noch irgendwelche Pokémon treffen im hohen Gras. Gut, so hoch ist es auch nicht. Oh, ein Knofenser! Das haben wir noch nicht. Ein weibliches Knofenser auf Level 5. Oh nein! Das ist natürlich nicht sehr gut für den Kutenagi. Oh. Halt sich mit Beere. Ich wusste noch nicht mal, dass es eine Beere getragen hat, aber gut. Uh-oh. Ich sollte das Knofenser einfangen. Pokéball, los! Weh, du bleibst nicht drin. Na also, es geht doch. Es geht doch, yeah. Bemerkt es etwas, das sich bewegt, schlingt es sofort seine Ranke um dieses Objekt. Okay. Möchtest du Knofenser einen Spitznamen geben? Was soll ich Knofenser da bitte für einen Spitznamen geben? Knofenser, Knofenser! Ich nenne dich jetzt einfach Coco. Fertig aus. Dunkelhöhle. Wenn ein Pokémon für Licht sorgen könnte, würde ich sie erforschen. Tja, dann musst du deinem Pokémon halt einfach Bits beibringen. Was hältst du denn davon? Dunkelhöhle. Oder ein Item. Sakko findet Trank. Oh, Tränke sind immer gut. Immer her mit den Tränken. Hä? Heute bin ich auf der Suche nach Pokémon. Zu viel gelaufen. Meine Füße schmerzen. Und ich bin müde. Wenn ich ein wildes Pokémon wäre, würde ich mich leicht fangen lassen. Ja, gut, dann schlafen wir eine Runde. Aber du wirst trotzdem kein wildes Pokémon. Bitterbeere. Was kann man mit der Bitterbeere anfangen? Ich wollte gerade sagen, Menü, würdest du dich bitte öffnen lassen? Speichern! Wie, was, eine Stunde? So lange spiele ich doch noch gar nicht. Ehrlich? Ja, anscheinend wohl doch. Was soll's? Beutel. Was hast du denn hier eingesammelt? Selbstheilung bei Verwirrung. Oh, das hört sich doch gut an. Hallo! Ich habe einige Pokémon gefangen. Lass uns kämpfen. Gut, dann lass uns kämpfen. Lass uns kämpfen, Käfersammler Greg. Er hat 4 Pokémon. Oh mein Gott. Raupi! Ja, Nagi sollte ich erstmal einen Trank geben. Sonst wird es elendig krepieren. Das muss nicht sein. Nein, nein. Hey! What are you doing? Du willst Stress, Raupi, ne? Ich mag das schon. Ah, beinahe besiegt. Die paar KP hättest du auch noch abziehen können. Nein, natürlich nicht. Aha. Käfersammler, was ist Raupi ein? Mal wieder. Ach ja, das war, glaube ich, der Typ mit den 4 Raupis, wa? Meine Pokémon sind irgendwie alle geschwächt. Remy ist besiegt. Oh, ich merke gerade, ich habe gar keine kleinen Buchstaben verwendet bei dem Namen. Aber ich werde wahrscheinlich Knofenser eh nicht im Team behalten. Gut, dann nehmen wir jetzt einfach mal Heiji. Auch wenn Heiji bei seinem 1 KP erstmal einen Trank braucht. Schon erledigt.
Ich wurde getackelt! Dann tackeln wir eben zurück. Oh, verdammt, ich seist du Raupi! Hör auf, meine Initiative zu schwächen! Wobei Initiative ja nicht so ganz tragisch ist wie Genauigkeit oder Verteidigung. So, Raupi ist schon besiegt. Hedge erreicht Level 4. Yay! Und es erlernt keine neue Attacke. Wie langweilig. Möchtest du das Pokémon wechseln? Will ich das Pokémon wechseln? Nein, ich bleib bei Hedge. Nein! Vergiftet! Schande über dich, Hornleo. Schande über dich. Ew! Du elendes Hornleo, ey. Wir wechseln doch mal das Pokémon. Gehen wir mal zu Akihito über. Schließlich sollen die anderen Pokémon ja auch ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Na komm schon. Oh, dieses Raupi ist hartnäckig. Raupi! Du willst dich mit mir anlegen? Das hast du jetzt davon. Keine neue Attacke? Ach, Schande. Ah! Ja, ah. Du kannst Pokémon fangen, auch wenn du bereits 6 bei dir trägst. Fängst du eines, wird es automatisch auf die Box im PC übertragen. Hey, du bist gut, das mag ich. Ich suche hier täglich nach Pokémon. Im Gras finde ich alle Arten von Beeren. Wenn du möchtest, teile ich mit dir. Gibst du mir deine Telefonnummer? Oh, meinetwegen. Okay. Saku speichert Gregs Nummer. Dann können wir irgendwann vielleicht nochmal wieder kämpfen. Ich melde mich, sobald ich etwas finde, das dir gefallen könnte. Oder du kämpfen möchtest. Je nachdem. Mit Pokéball! Yay! Ach ja, stimmt. Ich vergaß, eins meiner Pokémon ist ja vergiftet. Och nö. Nebulak? Seit wann trifft man denn hier Nebulaks? War das schon immer so? Wir können Nebulak nicht angreifen mit unseren normalen Attacken. Glaube ich zumindest. Ich meine, das ging nicht. Ups, ja, das wollte ich jetzt nicht einsetzen. Was? Paralysier mich doch nicht. Ich meine, das ging nicht. Es hat keine Wirkung auf Nagi, ne? Immerhin. Nein, es hat keine Wirkung. Ich hätte es mir eigentlich denken können. Ach, verdammt mich nochmal. Gut, dann setzen wir eben Quapsel ein. Akito! Oh nein! Sag mal! Jetzt hat keine Wirkung. Kannst du das bitte unterlassen, hier meine Pokémon zu paralysieren, du dämliches
Nebulak! Meine Güte. Ich verbrauche hier meine Tränke, das gibt's gar nicht. Und das nur wegen so einem dämlichen Nebulak. Oh Mann! Darf ich auch mal angreifen hier? Oh, meine Güte. Du elendes Nebulak, ey. Irgendwie paralysieren. Hörst mal auf mit dem Mist hier. Blubber ist leider auch dummerweise nicht sehr effektiv. Ich versuche es trotzdem zu fangen. Auch wenn mir das wahrscheinlich nicht gelingen wird. Bleib drin. Ah, verdammt. Das hat sich wieder befreit. Wann hat das geklappt? Nein. Verdammt, ich hätte nochmal wieder zurück in die Stadt gehen sollen. Egal, einen Versuch starte ich noch. Wird wahrscheinlich eh nicht hinhauen, aber egal. War klar. Du, das hat keine Wirkung. Oh, Leute, das sieht echt schlecht aus für mich. Das sieht echt schlecht aus. Mann! Du gehst mir auf den Sender, du dämliches Nebulak, ey. Ja, super. Remy ist besiegt, Wirbelrak ist besiegt, Akihito ist auch fast weg und Coco auch. Ich habe eigentlich keine Chance, glaube ich, gegen dieses Nebulak. Ich meine, ich kann es ja noch nicht mal mit meinen normalen Attacken angreifen. Was soll ich tun? Oh yeah, was soll ich tun? Ich bin ganz verzweifelt. So verzweifelt auch wieder nicht. Ja, Nebulak, komm! Nein. Warum fliehe ich eigentlich nicht einfach? Ich bin doch so doof. Nein! Lass mich gehen! Ich will nicht kämpfen. Flucht unmöglich. Warum? Nein! Warum? Oh, flüchte doch! Es ist doch nur ein dämliches Quapsel. Warum flüchtest du nicht? Oh, meine Güte. Ich hätte mal besser meine Pokémon vorher ein bisschen trainiert. Wenigstens ein bisschen. Aber nein. Egal, dann räume ich jetzt dieses Quapsel eben aus dem Weg, wenn ich nicht flüchten kann. Oh, meine Güte. Quapsel, du weißt schon, dass Nagi auch ein Wasser-Pokémon ist. Anscheinend ist das Quapsel ziemlich egal. Es ist greift trotzdem mit seinem Blubber an. Passt schon. Tja, das hast du denn noch von Quapsel. Dafür sind wir jetzt auf Level 10. Und erlernen keine neue Attacke. Oh, schnell weg hier. Hitchi wurde besiegt, tja. Route 31. Viola City, Rosalia City. Stimmt, es war gar nicht Dukatia City, es war Viola City, wo wir hin wollten. Aber nach. Stimmt, Dukatia City war das mit Professor Eich. Da ist ja seine Radiosendung. Tag auch. Warst du im Knuffhänserturm? Nein, ich war noch nicht im Knuffhänserturm. Ich bin noch nicht mal in Viola City gewesen. Ich bin zu weit gelaufen. Ich sollte zu Hause anrufen. Ja, dann tu das. Viola City! Eine neue Stadt! Und es müsste die erste Stadt mit einer Arena sein. Wenn ich mich jetzt nicht vertue, aber es müsste eigentlich die Arena sein mit dem ersten Arenaleiter. Ja, komm jederzeit vorbei. Mach ich. Wow, was will er jetzt? K
Guten Abend, Saku. Ich, Greg, bist du wach? Wie geht es deinen Pokémon? Meine Pokémon haben zu viel Energie. Das ist ein Problem. Von all meinen Pokémon ist Hornlio am schwierigsten. Mit ihm zu arbeiten ist ermüdend. Jau, ein wildes Weberock entkam mir nur ganz knapp. Ich weiß, dass es kein seltenes Pokémon ist. Aber es ärgert mich, dass es entkam, obwohl ich es schon fast hatte. Bis später! Klick! Ja, interessante Information. Es war vor etwa 3 Jahren. Team Rocket hatte etwas Übles mit dem Pokémon vor, aber die Gerechtigkeit hat gesiegt. Ein junger Trainer hat sie zerschlagen. Okay. Ein Kerl namens Bill hat das Pokémon-PC-Lagerungssystem erfunden. Wuhu! Pokémon sind schlau. Sie gehorchen nur Trainern, vor denen sie auch Respekt haben. Hat der Trainer nicht genug Orden, machen sie, was sie wollen. Klingt logisch. So, dann wollen wir nochmal gucken, wo hier der Laden ist. Nein, da ist der Laden nicht. Hallo? Man sagt, dass im Knopfhenserturm Geister umgehen. Pokémon-Attacken des Typs Normal zeigen bei Geistern keine Wirkung. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Iola City. Die Stadt der Nostalgie. Wow. Ja, stimmt. Hier ist die Arena. Pokémon-Arena von Viola City. Leitung Falk, der elegante Meister der Flug-Pokémon. Ja, Falk mit seinem... Ich glaube, er hatte sogar einen Tauboga. Wenn ich mich recht entsinne. So, jetzt hier wird erstmal... Okay. Ich muss gestehen, ich kann nicht wirklich was einkaufen. Husa. Gibt es irgendwas, was ich verkaufen kann, vielleicht? Irgendetwas? Nein. Tja, Saku, das hast du jetzt davon, dass du im letzten Part so viel Geld verbrasselt hast. Ja, gut, dann habe ich wohl Pech gehabt, würde ich mal sagen, ne? Ein Pokéball können wir kaufen. Okay. So. Ach. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich habe einen wackelnden Baum gesehen. Wenn du ihn berührst, windet er sich und tanzt. Cool! Total. Sie verwendet den Namen ihrer Lieblingsspeisen als Spitznamen für ihre Pokémon, meine ich. Okay. Ich nenne mein Tabs die Erdbeere. Warum? Taubsi! Ams Taubsi. Also ich liebe zwar Erdbeeren, aber man muss nicht unbedingt ein Pokémon Erdbeere nennen. Warum? Hallo? Bist du eine Trainer? Hast du gewonnen in dem Kampf gegen den Arenaleiter? Ich habe noch gar nicht gegen den Arenaleiter gekämpft, aber ist okay. Ah ja? Dann lernen sollst du. Folge mir! Was zum Teufel tust du? Ich bin eine Lehrer. Es ist gut für dich, bei mir zu lernen. Ah ja, bist du dir da sicher? Ich tausche mein bestes Pokémon mit diesem Kerl. Mit diesem Kerl? Das klingt so, als wenn er euch gar nicht kennt. Hä? Das Pokémon, das ich bekommen habe, hält etwas. Kann schon mal vorkommen. Ein Pokémon, das eine Beere hält, wird sich im Kampf selbst heilen. Noch viele andere Items können von Pokémon gehalten werden. Ist es nicht einfach, sich all diese Notizen zu machen? Nein, nicht. Das wirst du dir wohl auch alles aufschreiben können. Ich mache mir Notizen über die Ausführungen. Besser, ich schreibe auch alles von der Tafel ab. Mach das. Wenn du fleißig sein willst, dann tu das. Hey, so lautet mein Name. Wunderbar, sind Pokémon neu. Oui, wie auch immer.
Bist du ein Franzose oder was? Ich werde dir beibringen, ein besserer Trainer zu werden. Was möchtest du wissen? Wer willst ein Gewinner zu sein? Ja. Gut, so lass mich dich erklären. Im Kampf wird das erste Pokémon auf der Liste beginnen. Ändere die Aufstellung in der Liste, um dich den Gegebenheiten anzupassen. Möchtest du noch mehr hören? Nein, möchte ich nicht. Ah, du bist ein schlauer Schüler. Ich kann dir nun nichts mehr beibringen. Sei lieb zu deinem Pokémon. Ich konnte jetzt nichts mehr beibringen, nur weil ich gesagt habe, ja, ich will nichts mehr von dir hören. Voll nett. Ja, da kommen wir nicht lang. Da brauchen wir Zerschneider, was wir noch nicht haben. Ja, ich würde mal sagen, dann machen wir uns mal auf in den Knofenserturm. Hey, bist du ein Pokémon-Trainer? Schickst du den hiesigen Arenaleiter? Dann darfst du dich bald zur Elite zählen. Wow, mal langsam mit den jungen Pferden hier. Knofenserturm, erfahre die Art der Pokémon. So, dann wollen wir doch hier nochmal ein bisschen trainieren, weil ich denke mal, das wird jetzt noch nichts werden mit dem Arenaleiter. Wir wollen ja nichts überstürzen. Ein über 30 Meter großes Knofenser. Man sagt, es wurde die Trägersäule des Turms. Klar, ein 30 Meter hohes Knofenser, ist klar. Siehst du, wie sie sich bewegt? Die Trainer findest du oben. Der Knofenserturm wurde vor langer Zeit als Pokémon-Trainingsstätte errichtet. Nur wenn du es bis ganz nach oben schaffst, erhältst du eine VM. Na dann. Dann wollen wir es doch mal mit den Trainern anlegen. Guten Tag. Wie hart wir auch kämpfen, der Turm bleibt stehen. Als wenn wir jetzt, wenn wir hier kämpfen würden, der Turm einfach umfallen würde. What? Eckart! Eckart, dann sag mal, was du drauf hast. Und natürlich hat er einen Knofenser. Warum habe ich damit nicht gerechnet? Skandalös. Oh, dein Knofenser hält aber nichts aus. War sehr effektiv. Ja, so effektiv war das jetzt auch wieder nicht. Das war effektiv. Weißt du, Eckart, jetzt Knofenser ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja. Und noch ein Knofenser. Wer hätte es gedacht? Wir sind ja auch hier im Knofenserturm. Oh, meine Güte. Naja, gut, nur weil wir hier im Knofenserturm sind, heißt es ja nicht, dass jetzt alle Trainer hier einen Knofenser haben. Aber ich glaube, so ziemlich alle haben hier einen Knofenser. Ich finde Knofenser doof. Knofenser ist hässlich. Genauso wie seine Weiterentwicklung. Außerdem hat es nichts drauf, wie man sieht. Ich bin unbeeindruckt von deinem Rankenhieb. Kabim! So macht man das. Keine neue Attacke? Ach so, eine Schande. Knofenser. Ja, sicher. Nehmen wir mal Remy dran, damit Remy auch mal ein bisschen aufsteigt. Ja, noch ist die Teamkonstellation nicht gerade der Burner, aber wir sind ja noch ziemlich am Anfang. Mal gucken, was ich demnächst austauschen werde. Noch haben wir ja auch nichts weiter Gutes gefangen. So. Kannst du bitte meinen Remy zufrieden lassen? Haha! Ue! Und Remy steigt sogar auf. Ich kämpfte hart, aber ich bin einfach zu schwach. Na, wenigstens erhalten wir ein bisschen Geld. Kein Item hier? Nein. Ah, aber hier ist ein Item. Paraheiler. Sehr gut. Oh, hi. Du
Du hast mich von da hinten gesehen? Wir bewachen diesen Turm. In tiefster Dankbarkeit ehren wir hier alle Pokémon. Nice. Helmut! Helmut möchte kämpfen und Helmut selbst wählt erst gedacht Knuffen sein. Well. Unglaublich, aber wahr. Ja, dass das sehr effektiv war, das ist mir auch schon aufgefallen. Mich wundert's auch nicht. Knuffenser ist ja immerhin im Vorteil. Ach, je, Mensch. Ja, bitte. Schließlich sollen ja meine anderen Pokémon auch was abkriegen von den Erfahrungspunkten. Attacke! Und Tilchi zeigt sich unbeeindruckt von Knuffenser. Hey, da hat das echt nur einen KP abgezogen. Ist ja drollig. Komm, Knuffenser, streng mich mal ein bisschen an. Nein, will es nicht. Ist es nicht so effektiv? Nein, es zieht mir nur einen KP ab. Was hast du jetzt davon, Knuffenser? Hihihi. Oh, fast aufgestiegen. Nein, da Hitchi eh gleich aufsteigt, werden wir es auch noch gegen dieses Knuffenser hier kämpfen lassen. Dum, 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 dum. Nein, die Attacke ging daneben, warum? Knuffenser gibt sich echt keine Mühe. Sorry, Knuffenser, aber ich kann dich nicht ernst nehmen, wenn du dir keine Mühe gibst. Das war aber ein Volltreffer. Was für einer. Gesichte! Ach, was soll ich denn mit Gesichte? Mit der Attacke kann ich nicht wirklich viel anfangen. Danke! Danke wofür? Dass ich dich besiegt habe? Ich glaube, hier oben war noch ein Item. Ja! X-Treffer! So, schauen wir mal, ob wir jetzt den Knuffenser-Turm wenigstens noch schaffen. Oder ich möchte zumindest den Knuffenser-Turm noch hinter mich bringen in diesem Part. Wirbele Laub wie im Wind. Okay. Lass mich raten, Knuffenser? ich sollte nicht raten, ich weiß es eigentlich vorher schon. Das ist so offensichtlich. Auch du wirst keine Chance haben, Knuffenser. Es tut mir leid. Auch wenn du Nagi hier zusetzt mit deinem Rankenhieb, du hast trotzdem keine Chance. Aha! Wusa. Beinahe aufgeschieden. Ja, ich möchte das Pokémon bitte wechseln. Wir wechseln mal wieder zu Remy. Remy Demi. Der war gut, ne? Nein, war er nicht. Der war so schlecht. Egal, es muss auch sein. Alter! Oh oh! Und besiegt! Verdammt. Ich hab's eigentlich schon kommen sehen. Dann... Obwohl Akihito hätte ich jetzt lieber nicht einsetzen sollen, weil es kann ja nur Blubber. Und Blubber ist nicht sehr wirksam gegen Knuffenser. Verdammt. Egal. Ouch. Komm schon. Oh. Besiege es! Jawohl, ja. Und Level 6. Wunderbar. Ja, wir wechseln. Zu wem wechseln wir denn? Wechseln wir mal wieder zu Heiji. Und
und wieder die 30-Minuten-Marke erreicht. Naja, aber das kennt ihr ja schon von mir. Ob das doch noch was wird mit dem Knofenserturm? Ich weiß es nicht. Oh yeah! So, Ludgar, du bist besiegt. Ich bin schwach. Ja. Bist du, in der Tat. Ach, siehst du, jetzt sind wir bei den letzten Trainern. Was zum? Verdammtes Nebulak. Ah! Dein Artgenosse hat mir voll auf die Schnauze gehauen. Gut, nee. Ich werde wohl doch jetzt hier ein kleines Päuschen einlegen und werde dann die letzten Trainer des Knofenserturms im nächsten Part machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst einen Kommentar. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns zu Part Nummer 4 von Pokémon Kristall wieder. Also Leute, bis dann!